Ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe, den Wochenvlog vorher schon hochzuladen oder ob er noch schneidet. Bei mir ist vor allem die letzten Tage, seit ich aufgehört habe mit dem Vloggen, so viel passiert, dass ich heute nochmal vloggen werde. Wer mir auf Instagram folgt, hat es vielleicht mitbekommen. Ich war gestern beim Orthopäden endlich, nachdem mein Rücken halt Probleme hatte. Und ja, es kam was raus. Ich habe eine schiefe Wirbelsäule. Kann ich auch mit einem Lappen vom Doktor. So richtig schön, dieser Knick. Und das, obwohl die meinten, dass ich durchs Tanzen und durchs Sport schon eine echt krass gute Muskulatur hatte. Also ich will nicht wissen, was wäre, wenn ich das nicht hätte. Ich will nicht wissen, ob ich da jetzt nicht drüber sitzen würde. Ich versuche, wie ihr merkt, optimistisch und positiv zu bleiben. Ich werde jetzt auch nicht sterben. Ich habe 6 Physiotherapie Stunden rezeptiert bekommen, verschrieben bekommen. Ab heute tatsächlich meine erste, deswegen auch der Vlog. Deswegen, ich bin gespannt, wie es wird. Muss ich später los? Wir haben es, by the way, um 6 früh. Ich konnte wieder gar nicht schlafen, weil, zweiter Grund, der Laptop meiner Mutter, der streikt momentan sehr. Ich habe jetzt auch schon einige Programme und so deinstalliert und Spieler, die halt noch drauf waren. Der streikt immer noch sehr. Und ich habe echt Angst, wie das mit dem Schneiden wird, weil es ab heute losgeht. Und muss dann gegen um 11 oder so hier los, damit ich 11:45 Uhr dann bei meinem Termin bin. Ich hoffe, wieder in die Innenstadt will halt ein bisschen eher da sein. Es ist Krankengymnastik, soweit ich weiß, und keine Massage. Und ich soll doch ein Handtuch mitbringen und halt meine Überweisung. Und ich bin echt gespannt, was die dort sagen und was ich machen werde. Und ein bisschen Angst habe ich ja auch, weil ich es halt noch nie gemacht habe. Aber naja. Wenn ich wiederkomme, ich werde nämlich nicht nach Greifswald fahren können nochmal, sondern ich habe einen Radiologietermin am 29. März. Da muss ich wieder in Bonn sein. Da werde ich nochmal gescannt. Das Ding ist, ich war gestern dort drin. So, ja, ich glaube, sie haben eine schiefe Wirbelsäule. Ich würde das gerne nach Röntgen. Ich bin dort hingegangen und dachte mir so, gut, okay, da wird nicht viel rauskommen. Ist halt verkrampft oder keine Ahnung, vielleicht bekomme ich eine Massage verschrieben. Die so, ja, ich würde das schon gerne mal scannen. Und dann meinte ich so, oh ja, sehen Sie. Man sieht schon sehr deutlich, ihre Wirbelsäule ist schief. Ich so, toll. Und dann meinte sie, ich würde sie gerne nochmal zum Radiologen schicken, damit ich noch eine MRT von ihrer Nackenwirbelsäule bekomme. Und ich nur so, jetzt werde ich auch noch in so eine komische Röhre geschickt und geschoben, damit die das nochmal sehen können. Boah, ich krieg die Krise. Ich hab eher gehen sollen, als meine Freunde meinten, ich soll gehen. Ich beschwere mich ja schon eine Weile darüber, dass mir mein Rücken und meine Schulter wehtut. Naja, das nächste Mal. Wenn ihr Rücken- oder Schulterschmerzen habt, nennt es nicht auf die leichte, pannlich hinterne Schulter. Geht zum Arzt. Oh, egal, es ist zu früh. Also nicht zu früh, aber ich habe zu wenig Schlaf. Ich teste übrigens gerade auch eine andere App für Self-Care, eine Self-Care-App, die ich mega spannend fand. Und bis jetzt gefällt sie mir echt gut. Ich habe sie jetzt gestern angefangen zu testen und man nimmt sich tatsächlich so viel mehr Zeit für sich. Ich werde jetzt noch ein bisschen testen und dann vielleicht mal vorstellen in einem extra Video, weil ich mir vorstellen kann, dass es für einige auch interessant ist, dass es eine englische App ist. Habe ich auch überlegt, ob ich sie auf Englisch vorstelle, weil ich nicht mehr weiß, ob es da eine deutsche Version gibt. Aber mal gucken. Ich werde sie euch trotzdem nennen, auch wenn ich das Video auf Englisch machen sollte, weil ich finde die App echt cute. Ihr seht, ich habe mein Ding. Ich werde auch jetzt davor definitiv keinen Sport machen, weil ich keine Ahnung habe, wie sehr es dort Sport machen. Sport machen. Weil ich nicht weiß, wie sehr ich dort Sport machen werden könnte. Sport gemacht? Sport. Sport machen wäre aber ja gutes Deutsch bei mir. Sowieso nicht. Und dann so neben der Spur. Auf jeden Fall, ja. Ich werde euch versuchen, so viel wie möglich zu zeigen. Ich werde versuchen, auch für mich die Übungen aufzunehmen, damit ich die nicht falsch nachmache. Und mal gucken, wann ich dann meinen nächsten Termin direkt habe. Das Gute ist, da ich in der Innenstadt bin, kann ich endlich zu DM und mir neues Reispulver holen. Ich würde aber sagen, ich sehe euch später wieder. Und ja. Ich bin wieder da. Ich war in DM in der Stunde.
Ich zeige euch gleich alles, was ich gemacht habe und erzähle, wie es war. Aber. Oh Gott, mir tut meine rechte Schulter so weh. Erstmal Applaus für Lost Me, wie immer. Ich habe die Zeit verpennt. Habt ihr wahrscheinlich schon gelesen? Ich erzähle es nochmal persönlich. Ich dachte, es war 11.45 Uhr, es war 13.45 Uhr, ich habe keine Ahnung. Dann hat es sich aber auf 12.15 Uhr vor verschoben, wo ich meinte, okay, gut, dann bleibe ich in der Stadt. Ich war dann in DM, wollte ich eigentlich erst nachher machen, war dann vorher. Bin ein bisschen eskaliert, aber habe eigentlich das Bild, was ich mir sogar online fast bestellt hätte, sogar weniger. Weil ich es auch tragen musste. Und was ich vorhabe, ich habe erstens endlich wieder mein Reispulver, mein Getreidebrei-Ding. Und ich weiß, es gibt ja auch von Rossmann und Dings, DM halt jeweils Reisflocken. Und auch in Rewe gibt es die, glaube ich. Und ich wollte das mal vergleichen, wie die sind, weil da ist halt viel mehr drin und es kostet weniger. Wenn das wirklich das gleiche ist, dann klappt das ja ganz gut. Deswegen teste ich die und ich vergleiche die, wie gut die flocken. Kommt ein Vergleichstestvideo wahrscheinlich. Neue Dinkelflocken, weil das ist einfach so, es wiegt nichts, aber es pufft halt schön im Mund. Mandeltofu. Und diese neuen Falafeln, die es gerade gibt, Harissa Falafel, Paprika Chili. Mega, mega, mega. Ich liebe Falafeln mittlerweile. Das ist halt eine super geile vegane Alternative. Und ich, wenn die wirklich noch leicht Spice haben, wäre ich voll happy. Dann Tomate, Basilikum aufstreichen. Ich wollte mir erst drei verschiedene holen. Die Toskana, weil ich sie kenne. Paprika Chili, aber habe mir jetzt Tomate, Basilikum geholt. Das ist halt immer wie Pizza. Und wenn du da noch Käse drauf legst, oder das kannst du auch so auf Toast, Käse drauf und überbacken. Das ist die Pizza. Kleiner Tipp, by the way. Neue Tabletten, meine sind halt alle und Eisen wird bei mir halt immer super schnell alle. Das habe ich mit davon 2 mitgenommen. Multivitamin und Magnesium für Muskelkater. Das ist ganz gut. Ich merke es nämlich echt in der Schulter. Ich erzähle euch aber auch gleich dazu nochmal was. Da hatte ich erst überlegt gehabt, aber ich glaube online hat der mehr gekostet. Den habe ich mir jetzt geholt. Veganer Honig quasi will ich unbedingt testen. Weil das wäre richtig geil, wenn der so... Und der hatte richtig gute Bewertungen online. Und bei mir gibt es zwar nicht den Kaffeeriegel, den holt mir meine Mutter vielleicht in Chemnitz. Aber es gibt den anderen neuen Riegel, den Karamell Toffee Crisp. Habe ich mir 2 mitgenommen, einfach auf Vorrat. Weil selbst wenn er nicht perfekt ist, wird er trotzdem gut sein, weil ich habe noch keinen schlechten Riegel von DM gehabt. Und falls er gut sein sollte, habe ich gleich 2. Das ist cleveres Denken. Und ich weiß nicht, ob ich eins davon schon hatte oder nicht. Die waren auf dem Eurorunner gesetzt, Office Sets. Und ich merke ja, das war für Bullet Journal extrem. Es kann sein, dass ich das schon hatte, aber wenn nicht, die Sticker sind ja, kannst du ja oft benutzen. Deswegen, selbst dann wäre es nicht so schlimm. Aber, ich rede jetzt erstmal von Therapie, wie es war. So 4 Übungen jeweils, jede Seite. Und ich weiß, was das Geilste ist. Sie hat meinen Rücken so aufgefahren, so, ja, man merkt, du bist schief. Und ich so, schön. Aber als sie dann noch, als ich meinte, ja, ich tanze, ich bin Turnerin und ich dehne mich jeden Tag und eigentlich mache ich ja jeden Tag, meinte sie so, okay. Erstens waren dann die Übungen, die waren voll okay, also so weiter dehnen und so, das ging voll. Ich habe jetzt auch Hausaufgaben. Jeden Tag darf ich die ganze Zeit meinen Nacken entspannen vor allem. Aber ich glaube, mein Brennpunkt ist wirklich rechts unter dem, also so rechts um das Schulterblatt rum, so dieses. Vor allem hier, ich habe einen Punkt hier. Sie meinte am Ende, gut, da du Turnerin bist, mach mir mal was Schweres. Das würde ich normalerweise nicht tun, wir können es bei dir probieren. Nicht so, okay. Und so, ja, genau das ist es. Und auf links merke ich gar nichts. Habe ich bei keiner Übung irgendwas gemerkt. Ich meine, abgesehen davon, dass ich links nicht so dehnbar bin wie rechts. Das ist bei mir aber überall so, das ist bei mir komplett normal. Ich musste mich hinsetzen, Füße in die Luft und mich dann so rüberstrecken, also zur Seite. Und das zog hier gar nicht und dann ging es unterm Schulterblatt. Da ist ein Punkt. Ich wusste gar nicht, dass da Muskeln sind. Und das tut so weh, als hätte ich Muskelkater, als hätte ich das 3 Stunden lang trainiert. Dabei saß ich dann noch 30 Sekunden so da und dachte mir so, okay. Ja, das darf ich jetzt alles jeden Tag ein paar Mal machen. Das ist gut. Gegessen hatte ich halt vorher auch nicht, deswegen hatte ich einen Riegel vorher noch schnell, zumindest einen halben. Sehe ich gleich wieder. Das Ding ist, ich musste mich gerade strecken, um an den Schrank zu kommen und so. Ich habe meinen Arm nur so gemacht und ich merke es instant. Ey, ich habe das Gefühl, ich sterbe. Das glaubt ihr gar nicht. Boah.
Ich habe auch schon rausgesucht. Ich hatte sie tatsächlich letztens auch schon die geholt. Aber ich finde die halt richtig schön. Das habe ich halt zweimal kein Problem mit gehabt. Also, nö. Und ich hatte letztens auch das Weihnachtsding. Habe ich mir auch schon mal angeguckt. Richtig cute auch. Und dann werde ich nämlich Donnerstag instant schon wieder vloggen. Ich fahre nämlich, abgesehen von der Therapie, was sich sowieso ergeben wird, fahre ich nämlich nach Köln in ein total cooles Café, was ich testen will. Und ja, boah, ich merke das so sehr mittlerweile. Das Ding ist, ich musste auch dieses Buckel- und Hohlkreuz machen, was ich ja auch beim Stretchinger mache. Das ging aber so, beim ersten Mal so knack und ich so. Ich werd ja dann auch wieder von dem Kaffee berichten und euch das auch zeigen, wie der Dings. Ich werde auch wieder ein extra Reel machen. Das war letztens ganz cool. Das fand ich echt lustig. Macht voll Spaß. Boah, ich bin momentan wieder voll im Motivation, Kreativitätsfenster. Das ist richtig praktisch für meine Arbeit gerade, aber auch richtig cool. Ich habe das voll vermisst. Das war so Stress. Man hat es doch gemerkt, den Stress in der Klausurenphase. Das Bachelor-Thema. Ach ja, das habe ich, weiß noch nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich kann meinen Bachelor nicht bei der Professorin schreiben oder bei der Dozentin schreiben, die ich wollte, weil sie im März aufhört. Jetzt muss ich mir einen neuen Dozenten suchen, kann aber demzufolge dann auch doch jedes Thema nehmen und muss mich nicht darauf beschränken, weil ich hätte ja nur bei ihr geschrieben, weil ich meine Hausarbeit bei ihr so gut abgeschlossen hatte und wollte dann halt bei ihr weiterschreiben. Mein Bachelor, damit ich halt weiß, wie die als Lehrerin so ist. Aber naja. Oh. Ich sterbe gleich. Auf jeden Fall, ja. Deswegen kann ich wahrscheinlich doch sozialkritisch sein und Korea sozial irgendwas schreiben. Wir haben es 14:03 Uhr. Eine perfekte Zeit mit Arbeiten anzufangen. Ich sehe euch später wieder. So. Ich hocke auf dem Boden. Ich werde jetzt Sport machen und danach auch nochmal die Übungen, die ich bekommen habe, heute nochmal durch. Vor allem, weil ich es halt vorhin nur einmal pro Seite gemacht habe und ich soll jeden Durchgang dreimal machen insgesamt ungefähr. Deswegen mache ich den heute jetzt noch zwei, dreimal. Dann in meiner Dehnrunde wieder und dann werde ich mir auch schon Abendessen machen. Ich habe gerade noch bis jetzt gearbeitet. Es ging super voran. Und ja, das ist jetzt so mein letzter großer Punkt. Heute Abend mache ich mich dann zum ersten Mal so ein bisschen an die Videos. Mein Vlog ist auch fertig. Den lade ich dann hoch. Falls ihr ihn schon gesehen habt, fandet ihr ihn denn? Weil das mit dem Schneiden halt mal was kommt. Also, es war halt schon ein bisschen anders und ich habe auch versucht, ein bisschen damit zu spielen. Und ich werde auch nächste Zeit sehr viel experimentieren. Es kann sein, dass manches gut wird, dass manches nicht so gut wird. Ich bin immer sehr froh über Feedback und konstruktive Kritik. Betonung auf konstruktiv, bitte. Ich bin trotzdem sensibel. Aber ich werde erstmal Sport machen, meine 10, 15 Minuten. Und genau. So, also ich bin durch, ich habe geduscht, ich habe gegessen. Wir haben es mittlerweile kurz nach 8:30 Uhr rechnen. Ich habe auch noch gearbeitet und jetzt entspanne ich noch ein bisschen, schneide eventuell einfach nebenbei noch ein Video. Den Vlog habe ich auch fertig geschnitten, den lade ich auch heute noch hoch, der wird dann morgen online geschaltet. Ah, für mich geht es dann auch gleich ins Bett, eine Stunde. Deswegen danke fürs Einschalten, wir sehen uns Donnerstag. In einem neuen Vlog. Beziehungsweise wenn ich ihn halt dann Freitag, Samstag hochlade. Aber ja. Bye.